Alle reden von Margot Robbie. In Suicide Squad spielte sie eine verrückte Schurkin, in The Wolf of Wall Street verführte sie Superstar Leonardo DiCaprio. Mit nur 26 Jahren kann die australische Schauspielerin bereits auf eine beachtliche Karriere zurückblicken. Doch was macht die hübsche Blondine eigentlich so erfolgreich? Wir haben die 10 wichtigsten Fakten über Margot Robbie zusammengefasst. Los geht's! Fangen wir an mit der Nummer 10. Es war kein Blockbuster, mit dem Robbie 2008 in ihrer Heimat für Aufsehen sorgte. Durch die Seifenoper Nachbarn erlangte sie damals Prominenz. Und machen wir weiter mit der Nummer 9. Ihre erste Hauptrolle spielte Margot 2013 an der Seite von Hollywood-Liebling Leonardo DiCaprio in The Wolf of Wall Street. Beim Vorsprechen für ihre Rolle als Naomi verpasste sie ihren Co-Star kurzerhand eine Ohrfeige. Und die Top 3. Nicht nur im Filmgeschäft ist sie erfolgreich, auch als Model überzeugt Margot für das Luxuslabel Calvin Klein und präsentierte deren aktuellen Damenduft Deep Euphoria. Und die Nummer 7. Statt in einem glamourösen Loft zu residieren, lebt Robbie seit 2014 mit Freunden in einer Wohngemeinschaft in London. Halbzeit und die Nummer 6. Vor wenigen Jahren ergatterte sie eine Hauptrolle in dem gefloppten Drama Focus, in dem sie an der Seite von Man in Black Star Will Smith zu sehen ist. Und die Nummer 5. Bevor es Margot auf die große Kinoleinwand verschlug, arbeitete sie bei Subway. Und die Top 4. In der amerikanischen Talkshow mit Entertainer Jimmy Fallon verriet Margot kürzlich ihr geheimes Talent. Sie kann Tattoos stechen. Und genau das hat sie bereits fast 50 Mal getan. Unter anderem tätowierte sie Topmodel Cara Delevingne während der Dreharbeiten zu Suicide Squad kleine Emojis auf die Unterseite ihrer Zehen. Und die Nummer 3. 2014 gewann sie ihren ersten Preis als beste weibliche Newcomerin bei den Empire Awards. Fast am Ende und die Nummer 2. In einigen Interviews erzählte Margot kürzlich, dass sie auf einer Party Prinz Harry kennenlernte. Nachdem sie ihn zuerst für den Sänger Ed Sheeran hielt, sollen sich die beiden nun aber sogar regelmäßig SMS schreiben. Und zu guter Letzt die Nummer 1. Wenn es mit der Filmkarriere nicht geklappt hätte, wäre Robbie gerne Akrobatin am Trapez geworden. Dabei hätte sie sicher auch eine gute Figur gemacht. Ja Leute, da sind wir auch schon wieder am Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es gerne mit euren Freunden. Ansonsten war's das für heute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, ciao.